Ja, meine Damen und Herren, da sind wir jetzt in der Folge 7 von Spotter Online der Song. Und ich bin wieder mal, wie immer, der GEMA DiQuo und auch an meiner Seite ganz am Boden zerstört, kauern am Boden liegen, Silberdwängen. Moin, hier bin ich wieder und das Palaver geht weiter. Hip, hip, hurra! Alles ist super, alles ist wunderbar. Das stimmt nicht. Jetzt geh auf Überspringen da den Scheiß. Nö. Wie immer. Er foltert mich weiter mit dem Gelaber. Wenigstens kann ich dich foltern. Ich kann nicht mal mit was foltern. Pass auf, vielleicht boxe ich den Ja. ja. Das tut doch Aua. Bei mir nicht. Hirntod. Nein! Klapper ist fertig. Ja! So, hier habe ich letztens ein Event gemacht. Da muss ich mich nur aufs Sofa setzen und da kann meine Tochter an. Ja, habe ich eine Galerie? Ach nein, Screenshots oder so eine Art. Ja. Oder das, was du bis jetzt erledigt hast. Ja, und das ist das Event. Da muss ich ein Foto mit den zwei machen. Verständlich, mit seiner Frau und seinen Kindern macht man auch ein paar Fotos, ne? Ja. Hier kann Und mit der Frau macht man auch ein paar andere Fotos. So, ich tue erstmal speichern. Ja, besser ist, bevor das Glauben wieder anfängt. So, und letzte Mal hatten wir keine Mondschau, jetzt gibt es wieder die Mondschau. Ja, gibt ja neue Klamotten oder wie war das? Ja, genau. Dann schnappen wir uns. Du darfst auch so, wem wollen wir uns schnappen? Die hat man ja schon. Ah, die da rüber. Die da. Ne, warte. Zwei tiefer. Das da, genau. Die hat dickere Mätze. Okay. Oder auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Du willst ja noch einen Mondschau machen. Ich habe dir aber hier die Wahl gelassen. Oh, wie nett. Ja, ich kann auch Und du mal. machst so oft Mondschau, aber weißt immer noch nicht, wie du da hinkommst. Nein, ich wollte erstmal hier Kampfskills machen, die schon mal einsetzen. Du hast doch so deine Vorlieben für besondere Charaktere. Oder etwa nicht? Ja, aber trotzdem, ich will mal jeden so ein bisschen Kampf testen, wenn ich dazu komme. So, Ausrüstung. Also Normal. in den Folgen, die wir jetzt bis jetzt gemacht haben, hast du bis jetzt noch keinen einzigen Mannequin durchgetauscht. Stimmt, das mache ich aber. Wollte ich jetzt nicht machen. So. Hör auf, mich zu foltern. Schuluniform für Sie. Na, komische Gewackel da. Ja. Dann natürlich der Badeanzug. Naja, darauf freust du dich immer besonders, der Badeanzug. Der ist diesmal blau. Perpua. Alles super. Nee, ist es nicht. So. Dann. Aber sie hat noch ein Ex-Outfit, das können wir uns auch mal angucken. So, das. Badeanzug wie immer. Juhu! Da gucken wir mal ganz besonders auf den Vorbau. Ja, wir haben jetzt aufgehört zu wackeln. So, und das letzte, mal gucken, wie das aussieht. Das müsste ihr Spezialoutfit sein. Ja, SOO. Ach, aus SAO. Ja, die sagt mir was. Wie findest du das Outfit? Mittelmaß, nicht zu berauschen. Also ein normales Outfit. Yep. Gut. Also, So. dass wie das Spiel jetzt angebracht ist. Und das Outfit ist sie berauschend. Ja, und das ist nur ein dunkelblau, also das andere war ein hellblau. So, ich wollte ja Kintaro nehme ich generell mit und Asuna nehme ich immer mit. Also die zwei müssen mit. So, jetzt habe ich Lev mitgehabt. Lev ist dadurch auch hoffentlich ein paar bisschen gestiegen. Dann nehme ich jetzt, wen nehme ich denn mit? Ich nehme die Aichi mit jetzt. Hi, hi! Hi, hi. Meine Güte, So, ich wollte jetzt noch mal was kurz gucken, die Mitglieder. Straight. Ausrüstung. Ja, die hatte noch alles normal. Okay, dann wollen wir noch. So, wo ist und. er denn fertig hier mit seiner Modenschau? Ja. Gott sei Mondschau. Dank. So, irgendwo. Da an der Seite, du musst die beiden Pappnasen wieder ansprechen, oder nicht? Ja, da muss ich. So. Ich wäre auf ignorieren gegangen.
Habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Guck mal, ich habe wenigstens konzentriert im Heiltränk und Mana-Tränk gehalten. Hurra! Alles ist super. Nee. So, wo wollen wir jetzt hin? Ich guck mal, ob die. Ob geh doch mal auf die Karte gucken, wo der rote Punkt ist. Wollte ist ein roter Punkt? Nö. Deswegen. Also können wir in die Trabeni. Erstmal einkippen. Ja, komischerweise, das ist die Taverne, aber da gibt es nichts zu saufen. Komisches Ding, ey. Oha, da haben wir jetzt einige Nebenmissionen, die wir erfüllen müssen. Großsieger Bob, besiege 30 mal den Schleim. Was nehmen wir denn? Besiege 20 Kobolde, Ex-Männer. Ich hab eine kleine Zwischenfrage. Kannst du nicht einfach alle gleichzeitig anklicken, ey? Und schon gehen wir da hin und boxen alle auf einmal weg. Bis wir alles erfüllt haben. Die Questjagd beginnt jetzt. Sieh so ganz einfach. Ersparen wir uns den Spaß, da dauernd hin und her zu latschen. Okay. Immerhin, das zweite Positive an dem Spiel, man kann alles gleichzeitig auswählen, wenn man mehrere Optionen hat. Ja. Bei manchen Spielen konnte man das nicht, ne? Nee. Leider nicht. Deswegen der zweite Pluspunkt quasi bei diesem Spiel gefunden. Dritte aber schon bei dir. Einmal. Hip hip hurra! Das absolut Negative an dem Spiel, das ganze Scheißgelaber. Nein, einmal hast du gesagt, dass das mit Einsammeln ist positiv. Das gibt's auch bei anderen Spielen. Nein. Das kannst du hier unbedingt als positiv da sehen. Ne? Wenn das innovativ wäre jetzt oder so, das wäre. Dass es vorhin noch nie gegeben hätte oder so. Der lila Mann ist wieder da! Jibi! Ja, wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Es geht um einen gewissen Charakter da im Spiel, der heißt Seven. Und das ist eine Sängerin und gleichzeitig eine, mit einer der besten Spielerinnen. Die hat eine Gilde, die ist 350.000 Mann groß. Ja, und? Um die geht's, das wird wahrscheinlich mit der Hauptmission verbunden sein. Ja, mach nicht! Falls ihr uns auf den Sack geht, drücken wir den Reset-Knopf. Von der PlayStation. Nein! Ah, die PC hat doch keinen Reset-Knopf mehr. Geht ja nur alles über den Controller. Nö. Oben, wo du anmachst. Und da unten ist der Reset-Knopf. Okay. Pappnase. Ich habe alles über den Controller. Aber du kannst auch alles über den Controller machen. Ja. Erinnert mich an die erste PlayStation 1 mit dem Reset-Knopf noch. Die graue. Ja? Oder nichts? So. Die junge Göttin. Wir wollten gerade zur Hauptmission. Das ist die. Ach du Scheiße, ich krieg Platz. Schon wieder? Ja, ich glaube, das hört auch gar nicht mehr auf bei dem Spiel. Aber eine Frage. Würdest du dir das erholen? Nee. Doch. Würde ich mir holen. Ja? Ja, ich kann ja den Scheiß vorspulen. Ah, nee, würde ich mir doch nicht holen, weil die Kampfsteuerung einfach unter aller Sau ist. Aber wenn du es für 20, 30 Euro kriegen willst. Für den 10er nehme ich. Dann musst du es gebraucht kaufen. Dann musst du es ein, zwei Jahre alt sein. Macht nichts. Gebraucht, glaube ich. Mehr ist mir das Spiel nicht wert. Weil einfach so viel Gequatsche, die Kampfsteuerung ist echt. Ich bin Arsch. Ja, ich sag mal so, mit der Kampfsteuerung komme ich zurecht. Ich wäre fast deiner Meinung, wenn ich das Spiel schon vorher gäbe, hätte es das Spiel schon vorher gegeben und das rundenbasiert gewesen wäre. Dann hätte ich dir. Rundenbasiert hätte ich mir das Spiel sofort gekauft. Ja, ich habe es mir auch sofort gekauft. Rundenbasiert, wir beide sind da echt große Fans davon. Aber ich spiele das Spiel allein, weil ich den Anime mir sehr gut gefällt und. Ja, aber wenn mir der Spielspaß daran nicht gefällt, weil einfach die Kampfsteuerung mir überhaupt nicht zusagt. Was soll ich denn mit so einem Spiel? Ja klar, gebe ich dir recht. Also jedenfalls, ich werde es durchspielen bis zum Ende. Ich werde es auch zu Ende Let's Playen. Und vielleicht wird es genau das gleiche Thema so wie bei Final Fantasy. Wollte ich unbedingt. Ich habe auch bis jetzt alle Teile. Aber die letzten Teile habe ich kein einziges durchgespielt. Weil einfach der Spielspaß nicht da ist. Ja, deswegen brauche ich mir auch hier das Spiel jetzt nicht kaufen. Mhm. Sondern kaufe es mir, wenn es 10 Euro kostet. Ja. Weil einfach der Spielspaß bei mir nicht stimmt.
Gut, also was bei mir das Spielspaß angeht, ich finde es gut, also ich komme mit der Steuerung klar. Wäre was anderes, wenn es vorher schon Spiele davon gegeben hätte, was rundenbasiert ist, weil rundenbasierte Spiele tue ich eher bevorzugen. Aber davon sterben ja leider. Nee, die sind komplett ausgestorben. Es gibt nichts mehr für die 3 oder 4, was wirklich rundenbasiert ist. Gut, die TSOF-Teile würde ich noch sagen, die sind noch teilweise rundenbasiert. Aber nur teilweise, bitte. Trotzdem peinlich. Ja. Dass sie das komplett weggenommen haben. Wäre auch geil gewesen, wenn man einfach im Spiel gesagt hätte, dass man das einstellen kann. Ob man Hack and Slayer machen will oder rundenbasiert. Das hätte was. Oder von mir aus auch beide Spiele rausbringen, das eine rundenbasiert, das andere Hack and Slayer. Na, ja, ich glaube, das wäre so viel Produktionskosten. Deine erste Idee finde ich viel besser, dass man das die Einstellung selbst überlassen kann. Es gab ja früher solche Spiele, ich weiß nicht, wie das Spiel damals hieß. Möchtest du das so spielen oder so spielen? Ja. Das wäre geil. Stimmt, ich glaube, das war damals so ein Action-Spiel, da konntest du wählen, willst du das ganze Spiel Ego-Perspektive spielen, das war noch damals ein sehr altes, oder Resident Evil-Ansicht, wo du dich selbst siehst. Ich weiß nicht, wie nennt sich das? Ego-Perspektive oder Korb-Ansicht, glaube ich. Glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Können die Fans uns ja gerne berichtigen. Genau, berichtigen. Auf jeden Fall wäre das geil, wenn man das mal wirklich aussuchen könnte. Weil rundenbasiert wäre das Spiel der absolute Burner, auch wenn die Grafik von den Figuren mir nicht ganz zusagt. Gut, also mal kurz wieder aufs Spiel zurückzukommen. Da müsste man eigentlich hin, aber ich sage, wir machen erstmal die Nebenquesten. Ja. Die hatten wir ja vorher ausgewählt. Dass wir danach wieder angelabert werden, ist ja wieder was anderes. Wir werden da ständig. Was nichts Neues ist bei dem Spiel. Wir werden ständig angelabert. So. Oh ja, du wirst nur belästigt. Lauf rum und töte alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Du musst ja so alles töten. So, ich guck mal. Ah, Questeinstellung. Da, Questen. Dann machen wir erstmal. Ist doch egal. Box doch erstmal so lange alles um, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja, ich muss aber hier zur Karte. Ich muss jetzt erstmal gucken. Die laufen doch da so frei rum. Das ist keine besondere Gegend, wo du die jetzt findest. Doch, weil hier, ich kann dir zeigen, Quest. Hier steht die ein, finde ich. Echsen benötigt. Abgeschlossen. Den hast du schon längst fertig. Das ist 100% abgeschlossen, ja. Da steht jetzt schon. Hier. Im Himmel überall auf der Insel finden. Südwestlich. Und da muss ich eben Positionen ermitteln. Ja, box doch erstmal alles weg, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Bevor du gar nicht mehr mit dem Spiel weiterkommst, sind wir bei 10.000 Folge und du hast nur über die Hälfte fertig. Boxen weg, nächsten, einmal auf die Fresse. Da ist hier so ein fliegendes. Fliegen dabei. Küber hat ihn ganz lieb Zubat getauft. Ganz schön hässlicher Zubat, wa? Noch so eine fliegende Ratte da. Eine pinke fliegende Ratte. Und hier ist auch der, ist ja nur egal. Einfach alles kalt machen, was die bei 3. Ah, shit. Da war ich. Und schon weißt du wieder nicht, wo überall was abgeht. Ah, was ist hinter dir? Seitlich wieder nichts zu sehen. So, mal gucken, wie sieht die Quest-Fortschritt aus. Da bin ich gut, die platte Folie, da bin ich gut dabei und die Hammer. Leute. So, meine lieben Leute, ich muss hier mit einem Kampf einen kleinen Cut machen. Ihr kennt das ja, PlayStation 4. Nur 14 bis 15 Minuten Aufnehmenzeit. Wäre schön, wenn sie das mal updaten würden auf eine halbe Stunde. Würde mir vollkommen reichen. Ja, mir jedenfalls. Von mir aus. Ja. Mich kümmert das nicht so viel. Ja, du bist ja kein Let's Player. Bis gleich. Und es geht weiter. Weiter mit dem Gemetzel. Na, mehr oder weniger. Aber du hast ihn mal kalt gemacht. Und schon siehst du wieder nichts. Hurra. Also die Flugkämpfe sind echt Panne so. Schon wieder das Go.
Also ich wurde wieder verflogen. Ja, und verfehlt wieder alles, was über drauf warm ist. Nein, er hat das Frettchen kalt gemacht. Nein, das blaue Frettchen ist gar nicht da. Sei froh, das hätte alleine alles kalt gemacht, ey. Godzilla. Style. Aber nur wegen der ganzen Palaver. Und schon liegt Quo wieder. Und hat alles verfehlt, was. Nein, ich habe einen getroffen. Ja, aber es ist gesägt? Nein. Doch. Ja, wie er sie aufgelöst hat, ja. Ja. Und nicht, wie du ihn getroffen hast. Oh, wieder auf die Fresse gekriegt. Liegt schon wieder viel. Ich weiß. Liegen ist doch gesund. Zack, ausgewichen. Ui, ausnahmsweise mal. Und schon siehst du nichts mehr, weil alles einfach im Weg ist. Also das mit der Kameraübersicht ist ein bisschen doof. Ich frage mich eigentlich, warum du die ganze Zeit fließt, aber Fußboden wäre so ein bisschen einfacher. Ja, aber manche wie die hier. Die fliegenden, ja, aber wenn sie so dicht am Boden fliegen, dann ist es doch Schnuppe. So, ich will mir kurz mal einen Heiltrank einschmeißen. Hm. Höchste Zeit. Oh. Ey, den hast du aber getroffen, du. Ja, ich weiß. Alter! Und da hast du mit Flügelschlag auf den Fressen gekriegt. Flügelschlag! Voll Pokémon Story. Ja, ey, Pokémon! Du bist nicht witzig. Ich weiß. So. Da hast du alle. 100% von denen mit den. Davon muss ich noch drei. Das sind diese Metalliken, glaube ich. Die Metallfreaks. Wenn er jetzt einfach den umklatscht, dann weiß ich vielleicht. Oder er verprügelt dich wieder mit seiner Keule. Auch noch einfach zwei Stück Gomme, dann weißt du das. Und schon kriegst du gleich wieder einen mit der Keule. Na, no, leider nicht. So, jetzt kannst du nochmal nachgucken. So. Damit haben wir. Jawohl. Jo, wir haben die Kobolde kalt gemacht. Böse Auge, das ist diese pinke Schlange. Ja, ja. Und die finde ich nur größtenteils in der Luft. Ja, wenn du sie findest. Also kannst du jetzt hier die grünen Viecher und die Kobolde außer Acht lassen und den Rest kannst du boxen. Da kommt jemand. Ach, das ist von deren Gilde. Drei hässliche Pappnasen. Können fast alle Brüder sein, ey. Alle nur verschiedene Haarfarben. Wir nennen sie einfach 5A bis C. Okay. Ja, ja. Ich heiße nur Mitglieder, also. Ja, ja. Also heißen sie eine Pimpfe. Oder nur nach Nummern. Da ist Nummer 1, da ist Nummer 2. Du bist Nummer 3486. Aber wen interessiert, ey? Nenn wieder das Feuerfrettchen 1, ey. Hier mit dem roten Abzeichen, da könnte uns was hinkommen, ey. Ja. Oder vorher 5, besser gesagt. Frettchen wurde ja schon vergeben. Ja. Okay. Da ist was hier, ne? Zwei Stück sogar. Das sind Greifen. Muss ich glaube ich auch kalt machen. Wenn du sie mal treffen würdest. Die verarschen dich. Ja, ich hab doch gesagt, der Luftkampf ist scheiße. Hast keine Leitübersicht. Den brauchst du doch gar nicht mehr kalt machen. Auf jeden Fall nicht nach Mission. So, ich guck jetzt mal. Greif, hab ich. Den Greifen brauche ich gar nicht, wie es aussieht. Okay. Oh, dann hast du einfach was Sinnloses getötet. Du Schwein. Ich weiß. Diskriminierung. Da sind die. Nein, bist du allein drauf gekommen? Ja. Ich hätte sie niemals für lila gehalten jetzt. Die sind doch pink. Ja, rosa. Oh nein! Und schon aufgefressen gekriegt. Und schon liegt er wieder. Schon wieder ein Flachkörper. Flachkörper war laute. Die Luftkämpfe sind echt Panne. Na, gewinnungsbedürftig. Also wenn du noch etwas auf den Kopf hältst, dann hast du ein paar Probleme.
Leute sind bald unter dem Dach schon. Den habe ich doch schon. Ja, aber der Spieler, der müsste auch bald hier nur hin und her banken. Ja. Also mit 10 Promille irgendwo rumlaufen würde. Naja, der Sturz war mir nicht ganz so schlimm. Nee. Was mischt ihr euch da mit ein hier, hä? Die fliegen auch, meine Güte. Und du liegst wieder. Hast ja sonst keine Hobby. Wie man sieht, sieht man nichts. Und fertig. Ein paar muss man von Boxen, oder nicht? Und, ja, noch zwei Stück. Wo seid ihr, Pinky? Das war knapp. Dann flieg doch mal ein bisschen höher, du. Da oben ist noch einer gewesen. Du. Jo. Ich hab gesagt, Luftübersicht ist echt Panne. Ach, das ist, ich sag mal, jeder hat da seine eigene Ansicht. Ja, Leute, die nichts sehen, die bevorzugen wohl das. Da haben wir den Schleim, ich glaube, den müssten wir auch wieder killen. Können wir ja gleich gucken. Das war jetzt oder so der letzte, dann kannst du ja auch auf den Fußboden gehen. Jo, ich gucke jetzt mal grüne Geläu. Echsenmann. Das ist Schleim. Jo, 30 Stück. Siehst du, dann brauchst du da jetzt aber nur deinen gewohnten Flachkörper dahin hinledern und dann ist gut. Ne, ich bin. Das war. Oh, du bist dieses Mal gelandet. 3 Punkte Landung. Merkt das aber auch nicht. Und jetzt versucht er ein bisschen. Oh, da liegt er wieder. Der Schleim mag ihn. Der Schleim mag mich immer. Ja. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so auch von Schleim kalt gemacht worden ist. Und er verprügelt worden ist. Aber zurzeit bestehen ja zurzeit die Nebenmissionen nur aus Monster besiegen. Ich hoffe. Das war eine gekonnte Kopfnuss. Also. Ja. Das war schwierig. Besser hätte es niemand machen können. Nicht beim Pokémon. Beim Pokémon wärst du jetzt tot, ey. Das bestimmt auch. Muss auch ein Respawn wahrscheinlich warten. Du hast jetzt 10 Stück kalt gemacht. 9. Den 9, wieder egal. Ich hab mitgezählt, Alter. Ja. Wie, oh, ich zähle auch noch mit. Jetzt ich weiß aber noch. Jetzt kannst du erstmal den restlichen Kram da kalt machen. So, ich guck mal, was wir hier noch finden. Ich sprinte mal ein bisschen. Juhu. Da wird ein anderer angegriffen. Ja, der. Achso, ne, das war ein Nenning wahrscheinlich. Jo. Oh, da ist wieder mein Suchtpunkt. So, ich muss auf den. Da kannst du was finden, da kannst du was einsammeln. Juhu. Also die goldenen Dinger sind hier was, hier da kannst du Gegenstände einsammeln. Jo. Die du entweder identifizieren musst, ausrüsten kannst oder. Geld sind oder es kann alles sein. Hm. Alter, das ist ein großer Hammer. Der Endboss. Pikachu. Und ab aus Maul. Und da ist er tot. Nein, da ist er drauf gegangen. Das ging Game aber, over, das Spiel ist zu Ende. Das ging aber jetzt mehr. Ja, scheint wohl so eine Art Endboss für die Dings zu sein. Oh. Und da ist er tot. Und jetzt ist Po ganz traurig, weint und geht jetzt in der Kiste. Nein. So, damit. Oh doch. Er weint hier, das kann man leider jetzt gerade nicht sehen. Leck mich am Arsch. Und er muss alles nochmal neu machen. Haha. Besonders die Luftkämpfe, die er so gut kann. Also gar nicht. Okay, Leute. Auf ein neues! Alles nur, weil du dich mit dem Verkehr angelegt hast. Ey, so kannst du immer zielen. Ach, so greifst du mit deiner Magie an. Ja. Wäre auch schön gewesen, wenn du dir so anvisieren kannst. Dass der tot ist.
Das ist jetzt Lack wohl noch nicht wieder. Immerhin etwas. Und jetzt kriegt er wieder mit dem Hammer? Nein? Kriegt er nicht. Sehen eigentlich auch hier die deine Kollegen kalt machen? Ja, glaub schon. Aber die alte scheint ja nicht schlecht zu sein, die du eingewechselt hast. Ja, hat was. So. Hätte dir gleich sagen können, dass du noch ein bisschen mehr rummetzeln musst. Metzel. Und jetzt weißt du auf jeden Fall, den großen musst du zufrieden lassen. Den lasse ich erstmal in Ruhe, bis ich die Top-Ausrüstung, Top-Wappen. Aber sagen wir so, besten Business ist dein Ziel ist, ihn kalt zu machen. Yeah, von dir gestreckt. Ja. Und wie immer nichts getroffen. Da drin ist es wie. Wenn du hüpfen sollst, hüpfst du nicht, ne? Und wenn du im Laden bist, hüpfst du dich halt zu Tode. Ja. Nö. Brauchst gar nicht so zu stöhnen. Ist auch deine Schuld, wenn du den verkehrt umklatscht. Warum umklatschen willst. Guck mal. So, ich habe mir jetzt meinen Mana-Trank wiedergegeben. Oben. Und da hast du dich wieder verlaufen, ja. Also dein Spezialangriff für Verbrauch, denkst du, oder was? Mana. Ja, MP. MP ist Mana. Ja. Pappnase. Da ist auf jeden Fall der Schleim wieder. Jo. Ich glaube, von den Viechern war es jetzt der letzte. Oder sie war einfach nur froh, dass ihn umgeboxt hat. Ja, bestimmt. Du bist dieses Mal nicht gestorben. Hier bleibt Purat, Leute. Pappnase, du Powerpuff-Girl für Arme, du. Beim Anime der absolut geilste Macher, der lebt. Ja. Und hier wird er von alles, was nicht bei drauf und Baum ist, totgeschlagen. Ja. Im Anime hast du sogar einen Endboss-Kalt gemacht, ey. Ganz alleine. Ja. Und hier wirst du von einer niederen Kreatur kalt gemacht. Also die Folien habe ich, die Kobolde habe ich. Den Schleim brauche ich jetzt noch, den und dann was brauche ich hier noch? Silly und Alp und Blob. Blob. Und meine Güte. Und Ex-Menschen. Und aber damit, meine lieben Leute, beenden wir jetzt mal die 7. Folge. Jo, ich verabschiede mich auch und das nächste Mal lässt euch noch viel mehr ab, wenn es geht. Wir sind jetzt im Camp-Modus. Wir sind. Letzter kann ich trotzdem. Macht das. So gut, euer Gamer Dico sagt ciao und ich habe schon wieder einen kleinen Sprachfehler. Wir sehen uns. Sauf weniger.